Zum zweiten Mal verurteilt. Und das wegen eines Paragraphen, der noch aus der Nazi-Zeit stammt. Das Strafmaß von 6.000 Euro bestätigt. Erneut am Pranger Allgemeinmedizinerin Christina Hähnel, die auch Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Informationen auf ihrer Webseite darüber werten die Richter als unerlaubte Werbung. Laut Paragraph 219a ist nach wie vor strafbar, wer eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt. Christina Hähnel will weiterkämpfen, denn für Frauen in Not ist es schwer, sich über einen Schwangerschaftsabbruch zu informieren. Weil wir den Paragraphen 219a in seiner jetzigen Form haben in Deutschland, gibt es eben diese sachlichen Informationen nicht. Die Ämter informieren nicht, die Ärztinnen und Ärzte informieren nicht. Aber die Frauen geraten dann auf der Suche nach Möglichkeiten für einen Schwangerschaftsabbruch auf die Seiten der Abtreibungsgegner, zum Beispiel Babychaos. Und dort werden Ärzte von selbsternannten Lebensschützern ungestraft als Mörder und Nazis beschimpft und ihre Adressen im Netz einfach veröffentlicht. Aus Angst wollen immer weniger Ärzte deshalb überhaupt noch Abtreibungen vornehmen. Eine politische Einigung muss her. Eine öffentliche Diskussion über den veralteten Paragraphen 219a läuft schon längst. Und eine starke Unterstützerpetition für Christina Hähnel belebt die hitzige Debatte noch dazu. Auch im Deutschen Bundestag gäbe es eine Mehrheit für die Änderung des Strafgesetzes. Doch die CDU-CSU und Gesundheitsminister Spahn sind in der Regierungskoalition strikt dagegen. Immerhin hat das Gießener Gericht eingeräumt, die Politik sei jetzt am Zuge. Dennoch überlässt man Christina Hähnel allein diesen Stellvertreterkampf. Ich hoffe natürlich sehr, dass der Paragraph 219a abgeschafft wird oder zumindest stark verändert wird. Natürlich wünsche ich mir eine Gesellschaft, in der Frauen Kinder bekommen können, die sie möchten, und in der sie eine Schwangerschaft, die ungewollt ist und die sie nicht möchten, dass sie die abbrechen können, ohne diskriminiert zu werden. Sie hat gegen das Urteil Berufung eingereicht und will notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht ziehen. Die Kriminalisierung muss aufhören, das geht nicht. Ich halte mich ja nicht für eine Verbrecherin. Und ich bin auch keine Verbrecherin. Da kann der Papst sagen, was er will. Und auch die Frauen sind keine Verbrecherin. Die Politik ist bisher jedenfalls nicht kompromissbereit.